So, jo, okay, das würde ich mal gerne reinziehen. FIFA 22, Top 100 Best Players, featuring den Boyner, Messi, Ronaldo, etc. 50 bis 1. Wie es ungefähr aussehen könnte. 50 bis 1. Mal gucken, ob man das so unterschreiben kann. Sagt er, der bleibt gleich. Was auch erst 26 Jahre. 49 Suarez. Ah. Halt's Maul, Digga. Gib dem doch mal ein Upgrade. Was labern die da? Ja, ja, klar. Nur zwei Schießen. Gib dem doch mal hier wieder mehr Tempo, Alter. Ist doch lächerlich. Der ist so durchgezogen. Was für? Das kann ich nicht unterschreiben. Und die Alba. Gib dem Jungen doch mal Pace. Der hat mir gesagt, Hummels, der wünscht sich mehr Pace in FIFA. Hat er sich aber auch verdient, Mann. Ach, ey, die Maria, finde ich, hat safe dieses Jahr eine 88 verdient. Der Typ ist immer noch so krank. Überleg mal, der ist 33. Der ist 33, hat eine Technik wie ein junger Gott, Digga. Das ist unglaublich. Diskutiert mit Chat, was sagt er dazu? Na, Rudi wird safe ein dickes Upgrade kriegen, ja. Schade, Eldos. Ja, Marquinhos, Digga, der Typ hat unnormal rasiert. Der ist krank. Marquinhos ist heftig. Kann man so stehen lassen. Milinkovic-Savic. Oh, ist auch erst 26, Digga. Die sehen alle so viel älter aus. Insigne. Man sieht einfach ganz anders aus, ne? Ich finde das viel chilliger, so wenn die Haare nicht gegelt sind. So sieht das voll so schmierig aus. Ja, Pogba 87. Ja. Ja, man, Marquinhos sieht aus wie 33, ist gerade mal 26, ehrlich. Hart, Alter. De Frey. Ja, Inter ist Meister, Digga. Ich glaube, die ganzen Inter-Spieler werden alle irgendwie Upgrades kriegen, Chat. Kriegen alle. Safe ein dickes Upgrade. Vardy, Bock auf Bacardi, oder was? Digga, einfach Hendrik, mein Kollege. Ich schwöre es dir, 1:1 Hendrik, mein Kollege. Oh, Donnarumma, Alter. Was der für eine Karriere hinter sich hat. Also mit seinem jungen Alter hat er schon so viel Lob von Buffon bekommen und so. Er hatte der Typ nicht Goretzka eine 86 gegeben oder ist das, glaube ich, ein anderer Kanal? Ah, Goretzka 87, ja. Ich würde ihm eine 86 geben. Der Jong, Alter, der müsste eigentlich... Er kriegt plus 4 im Schießen, Bruder. Der trifft gefühlt 10 Mal das leere Tor nicht. Der trifft einfach leeres Tor nicht gefühlt 10 Mal. Ja, ich glaube auch, Haaland wird eine 87 kriegen, nicht 88. 87, sage ich. Ja, Alisson war auf jeden Fall niemals 90. Das ist gut, das ist gut. Niemals kriegt Alisson eine 90, Digga. Safe nicht nach der Saison. Ja, Aguero safe ein Downgrade, safe. Aber ich glaube sogar, Aguero wird ein 2 Downgrade kriegen. Aguero wird so ein... Ich glaube sogar, Aguero wird ein 86er, Chat, oder was sagt ihr? Mané minus 2. Ah, Mané ist schon krank, Digga. Und Danovic bleibt. Ja, ich finde auch, Aguero hätte 86 sich verdient. Also jetzt nicht 87. Ich meine, Mané ist generell krank, du Idiot, Lovre, Mann. Also in FIFA die Karte. Kanté, komm, einmal Kanté-Emote in den Chat, komm. Einmal Kanté. Aber die haben auch echt komische Bilder von Kanté genommen, Alter. Der lacht da nur mit seinen Unterzähnen. Aber man sieht die oberen Zähne gar nicht. Der lacht so. Die sollen mal... Ja, ja, die hätten das Foto nehmen müssen, was wir als Dingens haben. Viel besser, das Foto. Mané ist ein FIFA-Krass. Diese Informkarte von dem, die ich habe, ist unnormal geil. Ja,
Ja, Ederson kann man glaube ich ruhig einen Upgrade geben. Ich glaube, der hat sich dieses, also wenn Alisson eine 88 hat, dann verdient sich Ederson safe 89. Safe. Dieses Jahr umgekehrt, würde ich sagen. Immobile. Oh, Junge, Staubsaugermusik, let's go. Hey, 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 hey. Woo. Antoine Griezmann. Nee, Griezmann bleibt gleich, Digga. Der wird kein Upgrade kriegen. Was für Griezmann Upgrade? 7, 8, ja. Digga, niemals wird Müller eine 88er Karte kriegen, Alter. Kann ich mir nicht vorstellen. Oh, Navas, Digga, der hat Paraden rausgeballert. Kako sowieso. Na, ich meine, klar, er hat sich auf jeden Fall ein hohes Upgrade verdient, Müller. Aber meint ihr, ich meine, damit meint ihr, EA gibt dem so ein Upgrade, Mann. Digga, guck mal, was EA mit den Werten macht. Das meine ich. Checkt ihr das nicht? Deshalb sage ich, werden die dem nicht so ein Rating geben. Aber der hätte sich auf jeden Fall ein gutes Rating verdient. Digga, wer Sancho auch 83 Pace gibt, Digga, verstehe ich auch nicht, ey. Das verstehe ich nicht. Das Inter-Logo finde ich auch. Was findet ihr besser, das neue Inter-Logo oder das alte? Oh, jetzt kommen die Top 20. Jetzt wird's interessant. Oder Ramos sieht viel, also als Mann sage ich das, sieht viel besser mit so einem Bart aus als mit so einem Bart, Digga. Ich feiere sowas gar nicht bei mir. Das alte ist auch safe besser. Tony Kock. Tony Kroos, Alter, auch krasser Typ, ey. Luka Modric. Groß. Ah, nee, EA wird niemals groß eine 90 geben. Müsst ihr mal gucken, wie das dieses Jahr wird. Ey, 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 ey. 89, safe. Der hat schon 89 verdient, Chat, safe. Habt ihr meine Story gesehen, wo ich dem diesen Botox-Filter drauf geballert habe? Das sah richtig lachig aus. Ich trage die Brille so, weil die ist angenehm für die Augen. Ist sehr angenehm für die Augen, die Brille. Oh, Top 14, Van Dijk. Ja, Digga. Ah, das ist wirklich lost. Das ist wirklich lost, ehrlich. Dass man dem Van Dijk nach einer Saison, wo der nie gespielt hat, eine 90er Karte gibt. Wahrscheinlich bleibt er gleich. Ich gehe sogar so weit und sage, dass EA dem 87 gibt, Digga. Ich sag, der kriegt eine 87. Meint ihr 88? Er ist halt, ist, ja okay, der hat eine Verletzung. Ich glaube, da wird er nur, der wird minus 2 kriegen. Der wird 88 kriegen, weil die können ja nicht sagen, der ist schlechter geworden, weil er verletzt war. So, das ist halt schwierig, ne? Da kann er ja nichts für. Aber es wäre auch unfair, wenn man ihm genau dasselbe Rating gibt. Schwierig. Vielleicht gibt ihr ja auch eine 89, da bin ich gespannt. Wisst ihr, seid mir ehrlich, eins in den Chat, was wäre das für ein geiles Video von EA oder von uns als Content Creator, von mir zum Beispiel. So, die lassen uns mal einfliegen und dann zeigen die uns, wie die eine Karte von FIFA erstellen und wie die auf diese Werte kommen. Damit man einmal ein bisschen Hintergrundwissen hat und weiß, ey, die Karte stellt sich so zusammen, so, deshalb geben wir dem so und so viel Pace. Das will ich mal so gerne wissen, wie die das machen, weil es gibt so viele Fußballspieler, so viele Karten. So, sowas wäre mal geil, ehrlich. Einfach so hinter die Kulissen. Das wäre so geil, Alter. Ter Stegen. Also ich habe letztens von Mo gehört im Stream. Mo meinte, Ter Stegen soll richtig, richtig unsympathisch sein. Richtig arrogant. Aber so richtig arrogant, hat Mo mir gesagt. Keine Ahnung, ob das stimmt. Mohamed Salah. Ah, Salah, 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 Soße. Jetzt kommen wir zu der Top 10. Okay, 90. Boah. Ne, ich weiß nicht, warum Mo gesagt hat. Er meint, weil der an dem so vorbeigegangen ist und so. Und was du sagst, keine Ahnung, Digga.
Boah. Für mich? Ja, wie viele 90er Spielern will Bayern denn haben? Bayern, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, Digga. Ah, Benzema, Digga, der Typ ist so eine Maschine. Würde ich dem gönnen, Digga, den 90er. Benzema, seitdem Ronaldo weg ist, kommt er richtig zum Vorschein, ehrlich. Benzema sogar 91. Boah, das wäre krank, Digga. Was? Moment, Mbappé nur auf der 6? Ja, Mbappé kriegt safe so eine 92, sage ich. Das ist hart, Digga. Der Typ ist 22, Digga. Das ist unglaublich. Der Typ ist einfach unglaublich. Man, wer soll denn jetzt noch vor dem kommen, alles? Stell dir mal vor, Mbappé eine 92, Digga. Eine 92 wäre zu hoch, aber 91 können die dem geben. Komm, 91 können die dem geben. Digga, Neymar, ne, wenn der mal in Fahrt kommt, was der für ein Dribbling hat, unglaublich. Boah, 92er De Bruyne, Alter, uff. Meint ihr, Messi und Ronaldo werden wieder die besten Karten sein in FIFA? Ich hoffe, ich sag mal so, ich hoffe, dieses Wappen wird sich hier ändern. Ich hoffe es zu sehr, Digga. Sagt er, die bleiben gleich? Diesmal Messi aber als Central Forward. Ja. Messi runter, Messi downgrade. Ich sag, Ronaldo und Messi werden beide einen Downgrade kriegen. Die können ja nicht immer in ihrem Alter da permanent so ein Rating haben, Digga. Das kann ja nicht sein. Jedes Jahr Messi und Ronaldo die Besten in FIFA.